Quotenquatsch Hamburg. Ferientipps für Daheimgebliebene. Heute der Sprachkurs Altbretonisch. Ja, Leute, das ist natürlich der absolute Wahnsinn. An der Volkshochschule wird über die Sommerferien doch tatsächlich der Sprachkurs Altbretonisch angeboten. Die Sprache soll das letzte Mal im 9. Jahrhundert gehört worden sein, und zwar aus dem Mund einer Table-Dancerin aus einem Dorf nahe der bretonischen Hauptstadt Nantes, oder wie der Hamburger sagt, Nantes. Die Sprache eignet sich natürlich hervorragend als Geheimsprache. Mein Freund Siggi und ich besuchen den Kurs bereits seit 2 Wochen und lästern in unserer Stammkneipe den Büdels schön auf Altbretonisch über unsere Freunde. Schäfer Monit Büdlerch Uin Karadok Melin Safanes. Das ist zum Beispiel ein Spruch, den wir immer wieder gerne bringen. Zu Deutsch, wer das Bierchen nicht ehrt, ist im Büdels verkehrt. Da die Räumlichkeiten in der Volkshochschule gerade alle belegt sind, findet der altbretonische Sprachkurs im Keller des Clubhauses vom TSV Sasel statt. Aufgrund der riesigen Nachfrage überlegt man aber schon, den Kurs einfach auf die große Wiese im Niendorfer Gehege zu verlegen, wo die Lehrerin dann mit Megafon arbeiten würde. Also Leute, der altbretonische Sprachkurs freut sich auf euren Besuch. Ferientipps für Daheimgebliebene bei Radio Hamburg.